kam gut rüber, ne? Als würde ich jetzt hier richtig mitmachen und so was. Also, ich sitze erstmal gechillt. Oh nein. Oho, wer ist denn da vor der Tür? Willkommen zu einer wundervollen neuen Folge Mach mal mit Obi. Ich bin euer Bauleiter eures Vertrauens. Wir haben ein richtig wildes Projekt hier gerade am Start. Und zwar hat Faten und Light uns eine Bewerbung geschickt. Ihr wisst ja, man könnte sich bewerben für ein Room Makeover. Ich habe gesagt, ey, wir müssen unbedingt unsere Kreativschule cooler machen. Und wir waren letzte Woche auch schon da. Ihr könnt euch das Ganze auch schon anschauen. 12. Paula nennt sich das Ganze hier. Hallöchen! Hallo! Hi! Also ich will unbedingt eine Wand streichen, deswegen nehme ich den Raum da hinten. Okay, dann nehme ich diesen Raum hier. Okay, und Ich, Freunde, nennt mich den Bauleiter der Gruppe hier. Ich werde mich hier um die Leitung kümmern. Moritz, Mann, was machst du hier? Du bist der Bauleiter, du musst dich auch ein bisschen um das Projekt kümmern. Wir haben zwei Räume, die wir jetzt hier komplett cool machen wollen. Wir haben schon alles rausgerissen, alles rausgeschmissen und wollen die Räume jetzt richtig, richtig cool machen. Mein Bart, der rutscht schon runter. Ich bin einfach nur aufgeregt. Ich habe auf jeden Fall Lust. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, meine Freunde. Heute ist das große Finale. Wir müssen jetzt hier alles finalisieren. Wir machen ein Kino hier rein. Also, oh Gott, wir haben noch viel zu tun. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie der aktuelle Stand ist. Gucken wir mal in die Zukunft. Ah, hier, Shelly ist auch schon am Start. Mein Bart hat sich verabschiedet. Hallöchen, wow, das sieht ja schon mal ganz anders aus hier. Was ist das denn hier, die Obi-Farben oder was? Ja, willkommen, willkommen. Wir haben schon Farbe an der Wand. Wir brauchen aber noch Ideen, um die kreative Ader ein bisschen aufklappen zu lassen. Das ist ja eine Kreativschule. Ja, natürlich. Wir kommen auf jeden Fall noch echt viele Möbel rein. Der Tisch ist fast fertig. Das steht also der Tisch. Das ist alles selbst gemacht hier. Lampen werden noch getauscht. Also es ist noch viel zu tun. Also das müssen wir heute jetzt noch in einem Tag. Denkst du, das schaffen wir in einem Tag? Ja, klar. Okay, gut. Ich hoffe mal. Also ich als Bauleiter habe da natürlich gar keine Bedenken. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste Zimmer. Wow, ey, das Zimmer ist ja schon fast nicht mehr wiederzuerkennen. Was geht denn hier? Ja, was denn? Oh, was machst du da? Ja, wir machen hier gerade das Wandregal. Wow. Ehrlich, das sieht richtig cool aus. Sehr stylisch, sehr stylisch. Es gibt noch einiges zu tun hier, ne? Es gibt noch einiges zu tun. Eine riesige Chill-Out-Area, die wir fertig machen müssen. Da vorne muss noch die Leinwand hin für unser Beamer. Das wird so krass. Also, wenn du helfen möchtest, kannst du direkt hinbleiben. Also, ne? Ich bin ja, wie gesagt, der Bauleiter. Da muss ich natürlich nicht helfen, sondern. Also, klar, ich helfe euch natürlich. Okay. Also, ja, genau. Klar. Also, wir können hier direkt. Ja, also, ich kontrolliere dann nochmal mit den anderen. Also, es gibt noch viel zu tun, ne? Wir müssen auch irgendwie 500 Kilo Popcorn besorgen, wird ja ein großes Kino. Viel Popcorn, ne? Spaß. Ja, dann, ja. Ne? Ciao. Nochmal einmal, wenn man Hilfe braucht. Gut rüber, ne? Als würde ich jetzt hier richtig mitmachen oder was. Also, ich sitze erstmal gechillt. Oh nein, nein! Wo kommst du her? Moritz, so leicht kannst du dich nicht von der Arbeit drücken. Wir müssen unbedingt für das Kino, damit ich bin immer noch der Bauleiter. Damit deine Regeln, Premiere, ich brauche deine Hilfe jetzt wirklich. Also, okay, komm, damit die Premiere am Ende auch. Weißt geil, du, ohne mich wird hier gar nichts laufen. Deswegen helfe ich dir das dann sowieso nicht. Damit wir am Ende auch eine gute Akustik haben, bauen wir jetzt. Dafür darf ich aber auch nicht der Bauleiter sein, ich bin jetzt wieder ich. Genau, du bist jetzt wieder du. Genau. Wir bauen jetzt Akustikpaneele, damit der Sound nicht halt, wenn wir deine Premiere schauen, sondern der Ton gut absorbiert wird. Das dafür, war mal wieder eine gute, grandiose Idee. Nee, das war eine super grandiose Idee. Dafür müssen wir das erstmal mit Holzleim zusammenkleben und danach haben wir recycelte oder Wolle, die quasi übrig geblieben ist. Und wir zeigen euch einfach mal, wie das aussieht. Das ist einfach. Okay, let's go. Also, erstmal mit Holzleim hier das Ganze dran, genau. So. Ui, sehr gut. Und zusammen. Das Ding ist, wir haben halt echt ein bisschen Zeitdruck, weil wir müssen heute Abend das Ganze schon fertig haben. Genau, das schön zusammen. Da kann ich auch mal als Bauleiter anpacken. Also ja, da musst du anpacken. Da ist auch mal okay. Da ja, das nächste kannst du machen. Ich halte das hier mal. Ja, schön kräftig drauf. Nicht mit Kraft, sondern mit Köpfen. So. Okay. Okay, Moritz, so, nimm mal einen Schluck von deinem Kaffee, ruh dich mal aus. Ach, wirklich? Das ja, war's schon aus. Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, ne? So. Moin, moin. Weil in der Zeit habe ich das ganze Ding hier schon längst fertig. Komm, Moritz. Ja? Echt. Also muss ich hier gar nicht so lange. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe gesagt, ein Stück, nicht zwei. Wie hast du das denn gemacht? Du. Wow. Ich bin da ein bisschen geübter wie du, ne? So, das ist wie gesagt Wolle, die quasi übrig geblieben ist bei anderen Projekten. Das heißt, wir verwenden das natürlich hier auch wieder. Aha. Und das ist an sich echt einfach. Ich zeig das mal. Sieht auch am Ende richtig, richtig geil aus. So. Zack. Zack. Und jetzt. Moritz, was ist? Komm, hier ein bisschen Konzentration. Ja, guck mal hier, was wir machen. Ja, das ist perfekt, würde ich sagen. Teamwork. Teamwork makes the dream, ne? Work. Makes the dream work. Also nur jetzt, danach nicht mehr. Damit das Ganze hier noch einfacher funktioniert. Noch einfacher als jetzt? Das ist ja wirklich. Werden wir das Ganze hier fest
klemmen mit diesen Zangen. So. Ja, okay, sehr gut. So, komm hier, zackig. Das muss jetzt hier noch fertig werden heute. So, wir müssen jetzt hier das Ganze hier rumwickeln. Vielleicht hier, genau. Ich finde halt auch außerhalb davon, dass es halt so einen Akustik-Effekt hat, ne, sieht das auch ziemlich cool aus. Ne? Genau, und vielleicht mal kurz zu euch Erklärung, warum wir diesen Akustik-Panel bauen. Das Ganze, vor allem wenn wir hier später die Premiere schauen, muss der Ton, der darf ja nicht hallen in dem Raum, ja? Nee, und, das geht ja nicht. So ein Akustik-Panel absorbiert den Ton, den Sound, und dadurch haben wir einen schönen Ton am Ende, wenn wir... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade mit Jakob hier wieder am Werk bin. Das ist ja wirklich wow. Und es soll natürlich auch stylisch aussehen. Und genau deswegen machen wir das mit Wolle und nicht nur mit einer Farbe, sondern mit mehreren Farben. Diesmal darfst du, Moritz, den Ton machen. Ich habe den Ton hier schon gemacht. Ja, aber hier, schau mal, der muss ja hier an das Blaue. Ach so, willst du das machen? Ich habe das eben... Ja, natürlich wirst du den Ton hier, genau. Okay. So, den haben wir auch schon fertig. Pass auf, du kannst gerne mal einen Schluck Kaffee trinken, dich ein bisschen entspannen. Das ist original, ne? Dann du sie Hallo sagen. Ja, ich mache hier mal so lange. Also nicht, dass du den ganzen Tag Kaffee trinken würdest, aber das ist ja wirklich mal eine Auszeit jetzt hier. So. Ja, das machen wir hier ganz entspannt weiter, ne? Und Moritz, während du gerade hier dich... schön entspannt hast, bin ich schon wieder fast fertig. Komm mal hier, beeil dich mal. Wie hast du das denn jetzt so schnell geschafft? Ja, das also, man, du bist ja wirklich ein Profi. Feinfühligkeit, ne? Okay, Freunde, ich würde sagen, das Ding bauen wir ein. Wir dürfen die Zeit nicht verlieren. Let's go! Wow, die sehen ja wunderbar aus. Genau, die Akustik, das ist das Letzte, was hier jetzt noch dran kommt. Kannst du mir kurz helfen? Ja, ich als Bauleiter muss mir ja mal meinen eigenen Schatten springen und helfen. So. Hängt eh schon. Sehr gut. Genau, das ist hier schön. Schon Paletti. Wir haben hier noch richtig geile Sitzmöglichkeiten. Oh, Lautsprecher sehe ich ja auch schon, ne? Die habe ich ja bestellt. Genau, gut, dass die auch rechtzeitig angekommen sind. Die müssen wir jetzt hier noch richtig an die... Komm, mal mithelfen, ein bisschen. Quasi Fußunterlagen. Komm, die sind auch so rutschfest, ne? Oh. So, aber ey, komm, wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt hier. Also ich bin ja auch mal ein bisschen hier für die Zeit verantwortlich. Und ich guck, das sieht du nicht möchtest gut auch aus. Nur Feier haben. Das geht langsam, ja, nee, das geht dir langsam schon. Ja, ja. Die Zeit rennt. Ich gebe mein Bestes. Das sieht aber nicht so aus, Alter! Wir müssen jetzt richtig reinhauen hier. Volle Beeilung! Dadurch, dass das Ganze hier den kompletten Raum füllt, ist das natürlich auch deutlich größer. Davor konnten hier maximal 4 Leute sitzen. Jetzt können hier bestimmt 8 bis 10 für die Premiere. Perfekt. So, Polster, Molster. Die Großen hier oben. Also ich glaube, Leit und Fahrten werden sich hier richtig freuen, wenn wir es hier am Ende sehen. Also es wird geil, es wird sehr nice. Okay, mein Bart fällt wieder ab. Ich muss jetzt hier rüber zu Chili und dann soll alles fertig machen. Es wird schon dunkel, wir müssen uns beeilen. Die Boxen, Moritz. Machst du, ne? Ah! Achtung, und ihr ist perfekt. Perfekt. Wow, das Zimmer nimmt langsam Form an. Ja, seit du weg warst, hat sich hier einiges getan. Ich habe auch den Kickertisch hier restauriert. Ich habe ihn angemalt, in den Obi-Farben natürlich. Und ich finde es auch für die Natur besser, wenn wir alte Sachen einfach restaurieren, anstatt neue Sachen zu kaufen. Man sieht das auch gar nicht, finde ich. Das ist einfach richtig cool. Das passt auch richtig gut rein hier mit den Farben. Also ist nochmal ein bisschen customized. Also muss ich sagen, da war meine Bauleiter-Idee mal wieder wirklich super. Ich muss sagen, das ist, also da muss man wirklich mal lassen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Da muss man einen kleinen Bauleiter-Applaus geben, hier meine Freunde. Aber wir müssen auf die Zeit achten. Wir haben hier wirklich schon viele coole Sachen. Wir haben hier so ein Regal in den Farben. Wir haben hier einen coolen Tisch. Und wir haben hier... Ja, wenn du helfen möchtest, gell, dann kannst du ja, mal helfen. Genau, helfen. Wir haben auf jeden Fall hier richtig viele coole Sachen, aber es wird langsam dunkel. Es wird langsam, wirklich, wir müssen jetzt hier uns ranhalten. Ich hoffe, dieser Bau wird hier noch... Ich will mal jetzt hier einfach mal einen Nagel rein. Geguckt, ob da Leitungen liegen? Okay, alles klar. Und für was mache ich jetzt die Nägel rein, fragt ihr euch? Damit wir hier die coolen... Chili, du machst das, ne? Haben. Ja, der Bauleiter hilft mal wieder, wie immer. Also hast du schon alles... Oh Gott, wir müssen uns wirklich beeilen. Okay, komm, ich helfe hier. So, oh mein Gott, was? Du hilfst mir? Ja, da hab ich dann schon oh, Premiere! Tage. Wenn ihr wollt, dass wir zu euch kommen und euer Zimmer ein bisschen renovieren, dann könnt ihr einfach ein Video an Obi senden und dann sind wir vielleicht bei euch zu Hause. Überlegt euch das gut, guckt euch das mal an, wie schief das ist. Oh Gott. Aber ich als Bauleiter, ich werde das hier alles regeln. Wir müssen hier auf allen. Wir haben jetzt nachher 2 Räume, einmal den Kinoraum und einmal diesen Chillraum. Welchen Raum findet ihr am allercoolsten? Welcher ist euer Favorite-Raum? Wo würdet ihr gerne mal chillen? Wo würdet ihr gerne mal einen Film gucken? Schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, also beide einfach cool findet, ihr wisst, was zu tun ist. Einen Daumen nach oben, meine Freunde. Dann machen wir solche Aktionen öfter. Da, Teambesprechung! Wir müssen gucken, ob wir alles haben. Team, kommt zusammen! Oh, Fabi! Wir sind nur noch einem Team. Yes, okay. Sir. Okay, Freunde, wir müssen uns überlegen. Haben wir alles für unser Kino? Haben wir Popcorn? Ja. Ja. Popcorn. Hast du angerufen, oder? Check, ich hab angerufen. Haben wir andere Snacks? Ja. Haben wir, ja. Haben wir einen Türsteher fürs Kino, weil sonst kann ja jeder reinkommen. Okay, das mache ich. Meine Aufgabe. Alles klar, ja. Das wird auch immer deutlicher. So, der Obi-Biber kann leider nicht kommen. Der passt nicht durch die Tür. Aber ich freue mich nicht so, ne, zu sitzen. Okay. Lass es einmal, ne? Okay, Freunde.
Es fehlen jetzt nur noch die letzten Kleinigkeiten und dann können wir endlich unseren Kinotag beginnen. Wir können das Zimmer endlich abgeben. Leute, es ist unfassbar. Mein Bart verabschiedet sich mal wieder. Dann haben wir wirklich eine Leistung vollbracht, meine Freunde. Es wird aber auch schon langsam dunkel, deswegen nochmal alle Kraft zusammen. Let's go! Das Licht ist an. Teppich ist auch dran. Und ich habe das Popcorn besorgt und mein Schnurrbart ist mal wieder weg. Aber den brauche ich auch nicht mehr, denn ich muss jetzt kein Bauleiter mehr sein, denn wir sind fertig. Es ist so bequem, wow. Ey, dafür, dass ich so viel hier gemacht habe, ne, ist das einfach gerade nur verdient. Oh. Leute, der Hut kann abgesetzt werden. Wir haben es einfach geschafft. Ey, die werden sich so wundern, wie das hier aussieht. Das ist ja komplett was anderes. Seid ihr bereit für den besten Film im besten Kino? Euer eigenes Kino! Ja, wie schön! Das ist einfach euer eigenes Kino. Jetzt könnt ihr jeden Tag jetzt Filme gucken. Das ist schon sehr wild, würde ich sagen. Aber zu einer richtigen Kinoparty gehören natürlich noch ein paar mehr Gäste. Also kommt herein! Gäste! Hallo! Und außerdem habe ich doch gehört, wir haben einen Stargast im Haus. Extra nur für den Film, für diese Premiere eingeflogen. Der Obi Bieber! Hey! Er passt doch durch die Tür. Wir hätten es alle nicht erwartet, aber er passt durch die Tür. Und Popcorn dürft ihr natürlich auch alle nehmen. Setz euch mal hin. Willkommen in meiner Premiere. Ich bin ganz emotional. Ich freue mich so, den Film jetzt euch, den besten Film euch jetzt präsentieren zu können. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Hunger mitgebracht. Und ich würde sagen, Film ab. Das kann doch nicht wahr sein. Wer schwört mich denn jetzt schon wieder? Pizza! Oh, das ist aber mein Gott. Du musst mich so scharf, oder? Für mich kann ich ab! Oh, oh, oh. Raus hier aus meiner Wohnung! Hast du sehr gut gemacht, Moritz. Wow, einer der schlechtesten, schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Wow, das Kino ist auch schon direkt zerstört worden. Das ist ja einfach nur der Hammer mal wieder hier. Also ich würde sagen, das war einer der krassesten Room-Makeover, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben hier einfach ein Kino erschaffen. Hinten auch den Raum richtig krank. Wenn ihr wollt, dass wir mal zu euch kommen und das bei euch machen, dann lasst doch mal eine Bewerbung unten in der Beschreibung da und dann kommen wir vielleicht auch mal vorbei. Und was sagt ihr zu eurem neuen Raum? Ist es besser als vorher? Ja. Ja, sehr schön. Minimal, oder? Minimal. Ich finde, ich vermisse die Couch. Ich vermisse die Couch ein bisschen. Also Leute, lasst ein Abo da, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst, denn es wird immer wilder. Und ich würde sagen, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!